M4 von G-Power getuned, andere Turbolader sind drin, Downpipe ist drin von HJS, Akrapovic Evolution-Anlage ist drunter. Alter! Ja, ist einfach nur krank, sag ich dir, ich bin schwerhörig. Alter, so laut! Ja, hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal MV Live. Wie ihr hinten sehen könnt, der M4 ist diesmal am Start. Letztes Mal stand ja hier der L92 M3 mit dem V8-Motor in Interlagos Blau. Ich finde weiß. Sieht immer noch super aus, aber Interlagos Blau gefällt mir noch besser. Heute in dem Video geht es noch mal kurz um den M4. Das werde ich euch erzählen, was ich da jetzt noch vorhabe. Das wird dann nächste Woche passieren. Dann werde ich noch kurz erzählen, nächste Woche Samstag, 31.07. ist noch ein großes BMW-Treffen in Salzhemdorf. Da war ich schon mal vor 2 Jahren. Ich blende das hier oben noch mal ein, hatte ich auch noch mal ein kleines Video zu gemacht. Echt cool. Sehr viele Leute sind angesagt, sehr coole Karren sind dabei. Ein BMW-Händler ist dabei, der ganz neue Modelle zur Schau stellt. Ich glaube, auch der neue M4 wird da sein. Dann gibt es was zu essen, es gibt ein Gewinnspiel. Es werden alte Modelle dabei sein. Und ihr seid gespannt, es sind auch ein paar Abonnenten dabei, mit denen ich schon Videos gemacht habe. Das wird noch kommen und zum Schluss in diesem Video werde ich euch nochmal Remus 1er M-Coupé, den ja, der damals bei JP war. Das Video von JP, ja, das kann ich glaube ich jetzt nicht verlinken, aber könnt ihr einfach mal eingeben. 1er M-Coupé JP, dann findet ihr es, 1,5 Millionen Aufrufe. Den Wagen hat ja Remo und mit der Abgasanlage einfach nur krank, sage ich euch. Und wir sind damals, hatten wir uns noch bei JP getroffen mit einem Kollegen und sind dann zusammen durch den Tunnel gefahren. Und ich habe gesagt, ey, Tunnel, Sound, ihr wisst genau, wie krank ich immer bin, ich brauche Sound. Und habe natürlich die GoPro laufen lassen und ich zeige euch, was ich daher gefilmt habe und wie krank das war. Und es war so laut, ich habe meine eigene Stimme nicht mehr gehört in den Tunnel. Deswegen seid gespannt, das Video werde ich hier zum Schluss noch mal dranhängen und wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Lasst einen Daumen nach oben da, damit wir schnell die 20.000er Marke erreicht haben. Es fehlen noch 600 Abonnenten, deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Und jetzt genug gequatscht, wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video und sage einfach mal, los geht's. So Leute, schauen wir uns doch mal an. Also hier M4. Wer es noch nicht kennt, also das ist der M4. Den habe ich jetzt seit letztem Jahr im April. M4 von G-Power getuned. Andere Turbolader sind drin. Downpipe ist drin von HJS. Akrapovic Evolution-Anlage ist drunter. Und ja, hat jetzt so knapp 600 PS. Und bin auch mega zufrieden, mega happy. Ich wollte immer mal einen M4 haben, auch mit, ja, weiß hatte ich auch noch nie gehabt. Und was natürlich sofort auffällt, Riesenhöhe. Der steht noch da wie ein Bus. Und das wird jetzt nächste Woche Donnerstag, wird das gemacht. Mittwoch bis Donnerstag lasse ich den Wagen dann einfach beim Kollegen stehen. Der baut bei mir, sag ich mal, die Federn ein. Gewinderfedern habe ich jetzt von K&W. Die werde ich einbauen lassen und dann kommt er tiefer. Vorne kommt natürlich dann jetzt auch gleichzeitig noch die BMW Frontlippe dran. Dann kommen noch Flaps dran. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr viel ausmachen. Bin ich schon gespannt, wie das aussieht. Ich bin so aufgeregt, wenn ich den abhole. Dann tiefer, vorne Lippe, vorne Flaps. Seitenschweller von BMW sind dran. Ja, hier, seht ihr? Die halten immer noch. Da hole ich mir irgendwann auch nochmal neu. Dann, wie gesagt, wer es noch nicht gesehen hat, hier den Hexwall hatte ich ja nachgerüstet. Dann ist ein Facelift-Modell, also ein Vor-Facelift. Ich habe die Facelift-Rückleuchten, die Blackline LCI. Da unten habe ich noch BMW-Diffuser dran, original BMW, Akrapovic-Endrohrblenden habe ich dran. Ich hatte euch ja noch versprochen, dass ich nochmal ein Video raushaue, was ich alles an dem M4 geändert habe. Aber wie gesagt, das war ein Vor-Facelift-Modell. Total echt nicht so schön. Und ja, dann werde ich das in diesem Video alles nochmal aufzählen und nochmal zeigen, wie teuer die ganzen Sachen waren. Also ich glaube, das ist eine ganz gute Hilfe für euch da draußen, wenn ihr so am Überlegen seid, ah ja, soll ich mir das für meinen M4 holen oder nicht? Ich werde auch nochmal sagen, ob das gut war, ob ich das wieder machen würde, ob es irgendwelche Einbauschwierigkeiten gab. Deswegen lasst einen Daumen da oben da, ein Abo natürlich auch. Und dann gucken wir es mal an. Also hier seht ihr das von innen, wer es noch nicht gesehen hat. Also das wurde auch noch nachträglich gemacht. Hier waren ganz normale Interieurleisten drin, so dunkelblau. Das ist auch noch hier mit Alcantara gemacht. Das habe ich hier auch noch hier. Das kommt auch noch in Alcantara. Lenkrad habe ich ja da. Dann Akamotion ist ja auch drin. Das war vorher auch nicht drin. Hier seht ihr es auch nochmal. G-Power-Aufkleber. Ja, das sind so ein paar Kleinigkeiten, die auch noch innen drin gemacht worden sind. Also ich habe echt schon viel Kohle da versenkt in dem Wagen. Und das werde ich auf jeden Fall nochmal euch mitteilen. Dann, wie gesagt, kommen wir zum Treffen jetzt am Samstag, 31.07. in Salzhemdorf. Also da war ich vor 2 Jahren und das war mega cool, dass es endlich mal so ein Treffen wieder gab. Weil das ist ja jetzt, ich glaube, dieses Jahr war ich jetzt bei einem Treffen. Und letztes Jahr wegen Corona war überhaupt nichts. Und davor war, glaube ich, auch nichts.
Ja, und deswegen wird es mal wieder Zeit, dass man wieder so ein Treffen ist. Und deswegen, der Wolf, der Veranstalter, ist schon ganz aufgeregt. Er sagte, Sascha, mal Werbung, komm vorbei und freut sich schon total. Und ja, also er ist auch immer sehr dabei bestrebt, dass auch sehr coole Karren kommen. Was Besonderes auch immer, was man nicht immer so sieht. Und hat er mir schon viel versprochen. Er meinte, ja, wird sich auf jeden Fall freuen. Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe deswegen, dass ihr dann am Samstag, 31.07., ich blende das hier oben nochmal ein, ob ihr dabei seid. Also ich bin so, schätze ich mal, ja, gegen mittags da. Wir treffen uns dann auf der Autobahn, auf A2 mit ein paar Leuten und dann fahren wir zusammen dahin. Also wenn ihr in der Nähe seid und auch Bock habt oder so, dann kommt einfach mit vorbei. Corona-Testen so braucht ihr nicht. Und Eintritt war jetzt pro Auto 20 Euro. Aber wenn ihr dann zu zweit oder zu dritt kommt, dann sind es 5 Euro für jeden. Das ist ja auch kein Thema, denke ich mir mal. Ja, deswegen hoffe ich mal so ein kleines Update-Video. Ha, sieht schon schön aus, so. Hat es euch gefallen? Und jetzt genug gequatscht. Ich zeige euch jetzt mal den Rest von 1er M-Coupé vom Remo, was ich noch aufgenommen habe. Ich hoffe, die GoPro ist nicht geplatzt von dem ganzen Sound. Aber es hat so viel Spaß gemacht und ja, einfach ein geiler Wagen. 1er M-Coupé, tief, breit, auch von Pascal hier sein 1er M-Coupé in Valencia Orange war das ja. Einfach mega, als ich da drin saß, so mein Gefühl. Das ist viel kompakter als M4. M4 ist wirklich eine Nummer größer und das beschleunigt, wie ein Go-Kart fahren, ehrlich. Tief, breit, gut Grip-Niveau hat es da gehabt und die Beschleunigung 430 PS reichen auf jeden Fall aus. Wie gesagt, unter 9 Sekunden liegen die ja dann. Und ja, deswegen, das soll es gewesen sein. Kurzes, knappes Video. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und drückt mir die Daumen, dass nächste Woche alles fertig ist mit dem M4 hier. Also tiefer, Seitenschweller, vorne alles. Ich bin aufgeregt, ich freue mich schon, weil ich habe so lange drauf gewartet. Ich glaube, die Lippe habe ich seit über ein halben Jahr liegen, dann habe ich hier die Flaps auch schon länger liegen, dann, ja, das Problem war immer, was ich euch noch sagen wollte, dass sich nicht jeder dran traut an die Keramikbremsen, weil wenn jetzt Federn reinkommen oder im Fahrwerk, dann musst du natürlich an die Bremsen da dran, also nicht da dran, aber daneben und wenn du dann mit der Felge an die Bremsen kommst, dann sind die Bremsen im Arsch und die Bremsen komplett rundum kosten fünfstellig, ich glaube 11.000, 12.000 Euro und deswegen trauen sich da nicht alle dran immer, ja. Aber ich habe auch von anderen gehört, das ist gar nicht so schlimm. Könnt ihr auch nochmal drunter schreiben, wieso eure Erfahrungen sind mit der Keramikbremse. Muss man da irgendwas beachten, großartig. Ja, das soll es gewesen sein. Freue mich für einen Daumen nach oben und ein Abo natürlich auch. Und jetzt hört euch den geilen 1er M von Remo an. Ich wünsche euch was, haut rein. Ciao. Ich bin schwerhörig. Alter, so laut. Du warst so weit weg. Untertourig war am schlimmsten. Alter, ja. Das ist krank. Ja. Alter. Aber sehr geil. Aber macht schon Spaß, muss man ja sagen. Der Tunnel ist immer geil, weißt du doch. Ja. Oh, nee, so ein kleiner Vorgeschmack. Keine Ahnung. Ja, untertourig ist pervers. Untertourig ist ganz krank. Also das war das andere schon krank, aber untertourig, du warst so weit weg, es war so, als wenn du vor mir wärst. So laut. Und hier, wenn du das mit dem Handy aufnimmst, das hörst du überhaupt nicht.
Nee, auf dem Handy kriegst du das nicht so raus. Also, das ist schon. Ja. Der Nick hat dir hier gefilmt. Ich denke, du hörst überhaupt nicht. Deiner ist auch laut. Ja, vertue dich nicht. Der ist ja auch laut. Ach ja, guck mal, da sind sie. Den einen gibt's, bin ich immer gefahren, wenn ich nach Schwerte fahre oder nach Dortmund die Ampel weg. Ja, dann komm gut nach Hause und dann quatschen wir nochmal, wenn du rumkommst. Danke gleichfalls. Ja, machen wir. Ja? Bis dann, haut rein. Ciao. Alles klar, danke dir. Jo.